So, hallo meine lieben Schützen und Schütze-Aszendenten oder wo auch immer ihr euren Schützen, in welchem Planet ihr den drinne habt. Oder in welchem, ja, genau. Ja, ich möchte jetzt bei euch mal gucken, was im März, was ihr euch mitteilen soll vom Universum, kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen, ist eine allgemeine Legung, denkt bitte daran. Wenn ihr eine eigene Legung haben wollt, könnt ihr die natürlich gerne über meine Webseite buchen. Zum Zeitpunkt, wo ich jetzt die Legung mache, das mache ich ja immer im Vorwege, das wisst ihr ja, habe ich natürlich noch einige zu erledigen. Also das Angebot ist von euch wirklich gut genutzt worden, muss ich wirklich sagen. Das Angebot ist natürlich jetzt abgelaufen. Aber ihr habt natürlich trotzdem die Möglichkeit, über mich Legungen zu buchen. Wenn ihr euch unsicher seid, weil ihr nur vielleicht nur ein bestimmtes Thema oder so wissen wollt, schreibt mich gerne an. Dann kann ich euch da beraten, was das angeht. Ansonsten ganz normal buchen über meine Webseite. Oder wie gesagt, ihr könnt mich auch so anschreiben über meine E-Mail-Adresse. Freue ich mich. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vor allen Dingen, dass ihr zu diesem Kanal gefunden habt. Das hat dann schon was zu bedeuten, wenn ihr mich gefunden habt. Und wenn euch das gefällt, was ich hier tue, dann abonniert den Kanal. Vergesst vor allen Dingen, auch für diejenigen, sag ich mal, ne, die schon dabei sind, nicht das Glöckchen, damit ihr über neue Videos dann auch informiert werdet. Weil ich habe ja schon angekündigt, dass demnächst noch ein bisschen mehr passieren wird. Und ich bin jetzt auch auf der Zielgeraden. Das bedeutet natürlich auch immer ein bisschen Vorbereitung. Klar, die Zeit und so weiter muss auch dafür da sein. Ich werde demnächst ein bisschen Live-Legungen auch noch machen für euch, wo ihr direkt eure Fragen stellen könnt. Vielleicht ist da auch mal eine Verlosung mit drin, irgendwie so. Wie gesagt, ich bin da auf der Zielgeraden. Ihr werdet rechtzeitig darüber informiert. Könnt natürlich gerne denn gegen ein kleines Entgelt, sag ich mal, dran teilnehmen. Dann beantworte ich einzelne Fragen kurz und knapp sofort. Im Livestream dann eben und bin schon ganz gespannt. Ich hatte jetzt momentan noch so ein paar technische Problemchen, drücken wir es mal so aus, die ich lösen musste. Aber wie gesagt, auch das ist fast gesagt. Aber ihr kriegt dann rechtzeitig Bescheid darüber. Ich habe jetzt ein paar Karten vorgezogen, den Rest machen wir jetzt gleich zusammen. Wollen wir mal gucken, was ist denn hier gefallen? Entschwindender Spiegel, Ego-Supplementierung. Sublimierung, meine Güte nochmal. Ego-Sublimierung. Hier geht es darum, Abschied von Egozentrik zu nehmen hin zum Möglichen. Nicht das, was man im Grunde will, sondern das, was wirklich möglich ist. Raus aus der Komfortzone vor allen Dingen. Definition deiner selbst. Alles ist möglich. Also hier, ja. Nicht nur sich selbst im Grunde genommen dabei sehen, sondern auch wirklich sehen, was ist wirklich möglich und was nicht. Euch selbst zu definieren, was wollt ihr wirklich, was wollt ihr erreichen und hier dabei auch das Mögliche zu sehen, nicht das, was im Grunde genommen nicht möglich ist. Auf der anderen Seite ist alles möglich. Ihr versteht, was ich meine. So, dann haben wir, oh, Caring Connections. Hier geht es um Pflege von Verbindung, um Seelenverwandtschaft. Verbindungen. Interessant. Die Karte habe ich jetzt beim Schützen auch noch nie gehabt. Seelenverbindungen. Interessant. Dann gucken wir mal. Und? Auf jeden Fall neues Leben. Also hier beginnt etwas Neues und hier geht es jetzt darum, ich glaube, Bilanz zu ziehen, was ist möglich, was nicht. Wo will ich wirklich hin? Wo spüre ich so eine, es können natürlich auf einige Schützen hier so eine Seelenverwandtschaft jetzt zukommen, dass sie auf jemanden treffen, der für sie bestimmt ist. Ist ja interessant. Gucken wir mal in die Tarotkarten rein. Und neues Leben. Hier beginnt etwas Neues. Interessant. So, gucken wir mal. Für den Schützen bitte, für den März 23.
Ja, die habe ich schon mindestens drei oder vier Mal gehabt, diese beiden Karten. Hier geht es um die Verteidigung, zu sich selber zu stehen. Man musste Verluste hinnehmen. In welcher Form auch immer, wo man noch so ein bisschen mit rumhadert, wo man vielleicht noch so ein bisschen zögert. Aber ich glaube, wenn man das hinter sich lässt, dann haben wir hier die zwei Schwerter. Wir haben das Schicksalsrad. Das Leben wird sich ändern, ganz genau. Das Schicksalsrad dreht sich, meine Lieben. Dann haben wir, das sind die neun Schwerter. Gut, wir gucken gleich mal. Ich ziehe jetzt auch gleich noch die eine, möchte ich ganz gerne noch haben zum, für den Abschluss. Für den Abschluss hier. Es geht ja hier um Energien und den König der Münzen. Okay. So, schauen wir mal. Ich glaube, das ist so ein bisschen hier Vergangenheit. Das bringt ihr jetzt noch so einige von euch noch so ein bisschen mit rein, dass man noch so ein bisschen ja, sich verteidigen muss oder meint, man müsste sich verteidigen. Das wird jetzt öffentlich gemacht. Das heißt, es wird hier nichts mehr geheim gehalten. Man steht genau zu sich selber zu stehen. Das, was man tut, das, was man meint. Damit wird jetzt nicht mehr hinter dem Berg gehalten. Das Positive zu sehen, ganz genau das hier jetzt mal das Alte jetzt ein bisschen rausgeht. Dieses, wo man wirklich dran gelitten hat wie ein Hund, sag ich jetzt mal. Hier haben wir das neue Wege gehen, neues Leben. Hier, das Rad des Schicksals dreht sich. Also, meine lieben Schützen, hier werden Entscheidungen getroffen. Entweder von euch oder vom Schicksal selber, wenn ihr sie nicht treffen wollt. Weil, wenn man selber keine Entscheidung irgendwann trifft, man hat bei bestimmten Sachen wirklich eine bestimmte Zeit, dann greift das Schicksal ein. So, sieben Schwerter, seinen eigenen Weg gehen, sich befreien, ungewöhnliche Ideen haben, raus aus der Selbstsabotage. Entweder sabotiert euch jemand oder ihr sabotiert euch selber teilweise. Vielleicht auch das eigene Glück. Dann haben wir ja hier die fünf Kelche, habe ich ja jetzt vorhin schon gesagt, das ist ein Verlust oder irgendetwas, was man hinnehmen musste. Trauer, Enttäuschung, auf der anderen Seite aber auch Neuanfang, aber ein ganz bewusster Verlust schmerzt euch noch. Das kann in alle Richtungen gehen, ne? Verlust ist ja immer. Kann alles Mögliche sein. Es kommt aber dann jetzt wieder eine bessere Zeit. Und hier sollt ihr jetzt auch das, die positive, ihr bekommt jetzt hier ein Geschenk. Ja, ich drücke das mal so aus. Ihr bekommt hier jetzt ein Geschenk, vielleicht auch in Verbindung mit einer Nachricht oder irgendetwas. Die zwei Schwerter, hier geht es um Gespräche, um Diskussionen, sich Unterbewusstes bewusst zu machen. Das hat hier mit dem entschwindenden Spiegel was zu tun. Was ist eigentlich nicht zu erreichen? Was ist wirklich möglich? Ja, so ein, tja, wie soll man Sachen? Soll ich oder soll ich nicht? Ne, so eine Situation ist das. Ihr befindet euch hier in einer Entscheidungssituation und man fühlt sich gelähmt. Man wartet eben noch ab. Man ist noch so ein bisschen oder fühlt sich ein bisschen alleine auch damit oder. Vielleicht wollt ihr euch auch, vielleicht habt. Nee, andersrum. Ich muss mich jetzt mal sammeln. Ich kriege manchmal so viele Informationen auf, dass ich mich ein bisschen runterfahren muss. Also, es kann sein, dass ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt und ihr immer noch mit euch hadert, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Was sind hier wirklich die Möglichkeiten, sich darüber klar zu werden? Neues Leben beginnt, meine Lieben, das ist ganz klar. Jetzt greift aber dann das Rad, sag ich mal, ein. Das Rad des Schicksals. Und hier geht es darum, Bilanz zu ziehen.
beim Rat des Schicksals. Hier wird eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise man geht hier neue Wege. Hier geht es um Karma. Karma regelt das. Ne? Jeder erhält, was er verdient. Und wenn das nicht noch bereits geschehen ist, sag ich mal, dann kündigt sich hier die Gerechtigkeit an. Und zwar hat das was mit Karma vom Universum zu tun. Das Universum greift dann jetzt hier praktisch ein. Man soll verstandesbetont, also nicht gefühlsmäßig, sondern mit dem Verstand Entscheidungen einfach zu treffen und vor allen Dingen objektiv entscheiden. Vor allen Dingen gut überlegt. Und deswegen zögert man hier noch mit ganz bestimmten Dingen. Ne? Hier geht es aber auch darum, wieder dieses Gleichgewicht zu finden. Ne? Wir haben ja hier oben den Löwen, wir haben hier den Affen, wir haben hier den Hasen. Es greift in alle Lebensbereiche im Grunde genommen ein und hier ist es jetzt wichtig. Und ich glaube, dass ihr jetzt im März auch eine entsprechende wirklich Entscheidung gehen, treffen werdet und neue Wege gehen werdet. Dann haben wir hier die 9 Schwerter. Und die 9 Schwerter, das ist auch dieses sich gefangen fühlen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das ausdrücken? Ängste, Auseinandersetzungen sollen jetzt praktisch beendet werden, die ihr vielleicht auch mit euch selber hattet. Schlaflose Nächte. Man sieht das Ende eben auch schon kommen und man fühlt sich eben da auch manchmal hilflos. Lasst die Sorgen nicht überhand werden. Es wird alles gut werden, meine Lieben. Ihr sollt da jetzt ins Handeln reinkommen. Also die Angst kann ich euch nehmen. Mit den Ängsten ist es ja manchmal selber so eine Sache. Dann haben wir hier noch König der Münzen. Das hat natürlich, Münzen haben natürlich immer etwas auf der anderen Seite mit finanzieller Sicherheit eben auch zu tun. Der König der Münzen ist ein Geschäftsmann. Hier geht es um Besitz, hier geht es um Genuss. Manchmal auch natürlich Eifersucht, aber ich glaube, das hat jetzt hier bei euch damit überhaupt nichts zu tun. Erfolgreich, kann gut mit Geld umgehen. Auch da haben Schützen natürlich manchmal so ihre Schwierigkeiten, aber er hält seine Versprechen und ich kann euch sagen, dass ihr dahin kommen werdet, weil das um eure Pläne für die Zukunft geht. Die Karte habt ihr jetzt hier eben nicht gesehen. Ich muss das ein bisschen jetzt hier, ne? Es geht jetzt hier um die Pläne. Die Ängste, sag ich mal, gehen jetzt ein bisschen raus, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt. Und das beruhigt mich ungemein, meine Lieben. Ich möchte hier bitte jetzt für das Ende jetzt hier nochmal eine Zusatzbotschaft haben. Hier geblieben. Ja, das ist schicksalhaft geführt. In doppelter Hinsicht, seht ihr das? Das Schicksalskreuz und die Engelsflügel, das ist von oben beschützt. Ihr seid beschützt in dem, was ihr tut. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen. Und das ist definitiv auch etwas sehr, sehr Wichtiges in eurem Leben. Ein wichtiger Einschnitt in eurem Leben. Ein Lebensabschnitt, sag ich mal. Hier fängt jetzt etwas Neues an für euch. Dem ist, glaube ich, so eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Bin ich sehr zufrieden. Ich bin ja selber Schütze. Wie gesagt, es sind ja allgemeine Energien, ne? Aber das bestärkt mich auch so ein bisschen in dem, was ich selber schon so empfunden habe. Ja, natürlich schmerzen da manchmal Sachen noch aus der Vergangenheit. Man muss sich verteidigen, man muss ein bisschen mehr zu sich selber stehen. Das hat auch manchmal was mit mangelndem Selbstwert zu tun. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Da sind auch die Menschen unterschiedlich. Ja. Ihr wisst, worum es geht, meine Lieben. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Erfolg und wir sehen uns ja auch bald wieder. Bis dann. Ciao.